Luftsprünge, Luftsprünge, Luftsprünge. Also meine Damen, kommen Sie, machen Sie weiter. Nicht? Die Privatstunde, das ist nicht drin. Entweder fahren wir in der Klasse oder gar nicht. Aber ich kann doch nicht jedem Mädchen, das von mir eine Privatstunde will, eine Privatstunde geben. Da müsste der Tag 100 Stunden sein. Und das geht nicht. Ist das klar? Also machen Sie weiter jetzt, wir müssen ja rauffahren. Nicht? Machen Sie doch weiter, ziehen Sie sich doch endlich die Latten an. Da müssen ja auch viel. Die anderen wollen ja auch. Was wollen Sie denn da? Mich brauchen Sie nicht anzumeckern, ich will ja nicht von Ihnen. Ich bin ja direkt erschrocken, wie sie mich angeblökt haben. Tut mir aber leid. Ja, dabei will ich nur wissen, ob der Rudolf Schock schon da ist. Der Sänger? Ja, genau. Ich glaube, der kommt erst, aber fragen Sie doch am besten Herrn Kogler da drüben. Das ist der Leiter der Skischule. Und bei dem wird er wohnen. Das hat in seinem Hotel. Danke, schon kapiert. Sind wir fertig jetzt? Ja. Weil ich glaube, nicht. Sagen Sie mal, sind Sie Herr Kogler? Jetzt mal an, ja. Ihr habt gehört, Sie wissen, wann Herr Schock ankommt. Ja, ganz genau kann ich Ihnen nicht sagen. Aber wenn Sie sich, gehen Sie ins Sporthotel und wenn Sie sich dort an die Rezeption, da ist der Herr Alois. Und den fragen Sie, der kann Sie Ihnen ziemlich genau sagen. Ich glaube, er kommt heute oder morgen. Also Herr Alois? Nein, der Herr Kammersänger. Vielen Dank. Ja, ist gut. Sporthotel, grüß Gott. Ja, vielleicht ist es hierher Gemahl. Was? Ja, die Dame steht neben mir. Krefeld, die Zelle wird da drüben. Ach, geht doch auch hier. Ist ja nur mein Mann. Ach, ja, Liebling, hier Edith. Na, du, seit einer Stunde warte ich auf deinen Anruf. Na schön, sei dir verziehen. Gut geht's mir. Und dir? Bist auch immer schön fleißig. Hallo, ja. Sie da. Ach, ich bin den ganzen Tag Skilaufen. Sie wünschen, bitte? Herr Alois? Ja. Herr Kogler schickt mich zu Ihnen. Und warum, wenn ich fragen darf? Sie möchten doch mal nachgucken, wann der Rudolf Schock hier eintrifft. Was, das will der Chef wissen? Nee, ich will das wissen. Und warum beispielsweise? Na, neugierig sind Sie ja nicht. Nein, nur sparsam mit den Informationen beispielsweise. Besonders bei wildfremden Leuten, die einfach da hereinkommen und sagen, mich schickt der Chef. Mensch, da bleibt ja vor Schreck der Wecker stehen. Also, wie ist es nun? Wollen Sie mir sagen, was ich wissen will? Oder bringen Sie mir lieber gleich das Beschwerdebuch? Frechheit. Ach, Liebling, es ist ja so herrlich hier. Nein, die Berge, der Schnee und das Skilaufen. Ach, es gibt nichts Schöneres. Abends? Ach, natürlich sofort ins Bett. Aber Mäuselein, kannst du denn sowas von mir denken? Ja, na, das ist ja gut. Du, und vergiss nicht, mir zu schreiben, hörst du? Und wenn es nur ein Scheck ist, ja? Ach, lieb. Wiederschauen, Küsschen. Wiederschauen. Ich danke Ihnen. Bitte sehr. Sagen Sie mal, Fräulein, haben Sie das eben mitgekriegt? Mhm. Dieser Herr Alois hat wohl kleinen Webfehler. Aber nein, sonst ist er eigentlich sehr nett. Nur heute läuft ihm die Laus über die Leber. Na ja, das passiert uns ja allen mal. Was soll ich denn jetzt tun? Passen Sie mal auf. Fräulein Steffi. Vielen Dank. Bis später. Bis später. Ja? Sie fallen mir also in den Rücken. Sie haben mir alles verraten. Aber geh, wir sind hier doch nicht beim Geheimdienst. Ja, aber auch nicht beim Frauengrinzchen, wo man alles so ausplaudert. Ach komm, spiel dich nicht auf. Das Sekretariat des Künstlers hat mich extra gebeten. Ja, ich weiß, ich weiß. Was habe ich denn schon gesagt? Na? Ich habe doch nur gesagt, dass der Sänger heute Mittag mit dem Auto hier ankommt. Nur? Entschuldigen Sie, ich habe Sie verwechselt. Ich dachte, es ist ein Bekannter. Oh, das ist aber schade. Aber wenn Sie mich schon verwechselt haben, dann vielleicht können Sie mir sagen, wo das Sporthotel ist. Na, so ein Zufall. Da will ich nämlich auch hin. Na, also, das ist ganz schwer zu finden. Nicht nämlich hinterm Ort. Aha.
Ja, wenn Sie da hoch hin wollen, dann steigen Sie mal ein, Fräulein, ja? Ich meine, dass Sie mich mitgenommen haben. Ich will lieber gleich die Wahrheit sagen. Ich habe es mir überlegt. Ich weiß, wer Sie sind. Wirklich? Ich habe auch nicht zufällig an der Straße gestanden. Es war alles geplant. So. Ich dachte ja, mich laust der Affe, als ich neulich hörte, dass Sie hierher kommen. Ich schwärme mich schon seit meiner Jugend für Sie. So lange? Mhm. Mit 12 habe ich Sie das erste Mal in der Oper gesehen. Im Riegel-Otto. Ja, ich weiß, das ist Rigoletto. So doof bin ich ja nicht. Sie haben den Grafen gespielt. Ah, nein, den Herzog. Ach, den vergesse ich nie. Wie Sie gesungen haben. Oh, wie so trügerisch sind Weiberherzen. Das kann man wohl sagen. Geht auf mich was? Nein. Da vorne rechts ist es schon. Schade, dass wir schon dort sind. Was, Sie? Ja, ich. Ja, aber das hätten Sie mir doch sagen können. Was heißt müssen, dass Sie, ich meine, dass der Herr Kammersänger, ich meine, dass Sie und der Herr Künstler... Ja. Grüß Gott. Mein Name ist Schock. Ich weiß, ich weiß. Ich kenne doch Herrn Kammersänger von Film, Fernsehen. Es ist eine große Ehre für unser Haus. Verzeihen Sie vielmals, Herr Kammersänger, dass ich Ihnen beim Aussteigen nicht behilflich war. Ja, ich war ja wie vor den Kopf geschlagen, als ich die junge Dame, ich meine das hochverehrte Fräulein, es ist alles ein Missverständnis. Ja, ja, ich bin sonst die Höflichkeit und Freundlichkeit in Person. Reden Sie immer so viel, lieber Freund. Herr Alois, aber bitte sagen Sie ruhig Alois zu mir. Und was das Reden anbelangt, da kann man singen. Nur hier und da ein Wörterl oder zwei. Grüß Gott, Herr Alois. Und würden Sie bitte die Freundlichkeit haben, sich um meinen Wagen zu kümmern, um das Gepäck und vor allen Dingen um die Skier? Ja, yes. Herr Kammersänger, selbstverständlich, zuverlässig. Übrigens, was ich noch fragen wollte, Herr Kammersänger. Ja, bitte. Was die junge Dame anbelangt, trotz meiner Panne von mir hochgeschätzt, also von Ihrem Sekretariat, war kein Zimmer für Sie bestellt. Infolgedessen... Sagen Sie dazu, Herr Schock, jetzt glaubt er tatsächlich, gehört zu Ihnen. Ja, so kann man sich irren, lieber Freund. Also, mein Fräulein, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Schock. Und das war die schönste Stunde in meinem Leben. Oh, das wollen wir aber nicht hoffen. Auf Wiedersehen. Sofort. Ein netter Mensch. Also, was ich sage... Auf Wiedersehen, Herr Alois. Ja. Wiedersehen. Annette. Was ist denn das wieder? Ja. Wahrscheinlich wieder so neumodische Tanz. So, ja, da bin ich neugierig. So. Nein, sowas. Jetzt haben die schon einen Koffer für die Ski. Also, die Welt wird noch ganz narrisch. Alois? Ja? Ja, Chef? Herr Chef, er ist eben angekommen. Er ist da. Ja, er ist da. Er ist angekommen. Der berühmte Tenor, der Herr Kammersänger Schock. Und schauen Sie noch, was der mitgebracht hat. Was? Der Schock ist da. Der vielleicht ein Luxus. So was habe ich noch mein Leben lang noch nicht gesehen. So ein Komfort, das ist auch was. Toni, komm mal. Ja, schau dir das an, was der mitgebracht hat. Ja. Na, der Schock ist da. Ja, der Rudolf Schock, der berühmte Tenor. Ja. Koffer für die Ski. Das ist die große Welt. Ja, also das müsste ich mir einmal leisten können. Natürlich. Dann würde ich es euch aber zeigen, euch zwei. Und jetzt wird es der Herr Kammersänger zeigen, was, Toni? Das muss man mal anschauen, wenn der mit dem Koffer Skifahren geht, mit dem Vornehmen. Das will ich sehen. Toni, ja. Aber Spaß müssen wir haben an der Freizeit. Servus, Toni. Grüß dich. Na, alles in Ordnung? Ja? Frühstück? Ja. Wunderbar? Das ist fein, ja. Hat einen schönen Skitag heute, weißt? Gute Unterhaltung, ja. Entschuldigung.
Guten Morgen. Grüß Gott, Herr Kammersänger. Guten Morgen, Herr Alois. Darf ich fragen, Herr Kammersänger, werden Sie schon bedient? War die Steffi schon da? Ja, ja, danke. Es ist alles in Ordnung. Fein. Bis auf eins. Und das wäre bitte? Ja, nennen Sie mich doch ganz einfach und schlicht bei meinem Namen. Machen Sie nicht so ein Döns. Selbstverständlich. Aber wenn Herr Kammersänger das wünschen... Jetzt sagen Sie es ja schon wieder. Oh, entschuldigen, aber das ist mir nur so herausgerutscht, Herr Kammersänger. In Gedanken schon. Guten Morgen, Herr Schock. Guten Morgen, Steffi. Eiskalt ist dies Händchen, gönnt mir, dass ich solche Werke vergebene Mühe zu suchen hier im Dunkeln. Sie? Ja, ich. Warten Sie vielleicht auf den Herrn Kammersänger beispielsweise? Nein, ich bin ganz privat hier. Wir sind aber hier keine Wartehalle. Das weiß ich. Die Tische und Sessel sind eigentlich nur für unsere Gäste. Sehen Sie, das habe ich mir gedacht. Fühle mich auch sauwohl hier. Sie machen sich lustig über mich. Ich kann auch anders, Sie vorwitziges Fräulein, Sie. Na, bange machen gilt nicht. So eine wie Sie fresse ich fünfe zum Frühstück. Was? Wie bitte? Hallo. Ja, bitte. Na? Was Streit gehabt mit einem Gast, was? Streit stimmt Gast ja. Nicht. Ja, ich hab ja selber gehört. Grüß Gott, Herr Kugler. Ach, Sie sind's, Fräulein, grüß Gott. Hast du das Mädel vielleicht beleidigt, ha? Ja, nun steht er da und kriegt die Kiemen nicht auseinander. Der kann mich nämlich nicht leiden. Aha. Was ist denn los, Alois? Bist du krank? Krank? Das ist, warum? Aber nein, das alles ist ein großer Irrtum, weil gestern die Freundin Steffi gesagt hat... Ah, oh, ist von mir her die Rede. Guten Tag, Frau Steffi. Also ich schlage vor, wir vergessen das Ganze. Nix, nix, nix. Ich will wissen, was da los war. Das geht ja nicht. Also ich glaube, der Herr Alois ist enttäuscht, weil ich nicht die Freundin von Herrn Rudolf Schock bin. Aber Blödsinn. Oh, der Herr Kammersänger. Grüß Gott, Herr Kammersänger. Guten Morgen. Guten Morgen. Eine Frage, Herr Kugler. Ja? Ich kenne die Gegend noch nicht so gut. Wo läuft man hier am besten? Ja, wenn man gut Skilaufen kann, nicht? Dann eigentlich überall. Aha. Ich schlage Ihnen vor, wir fahren jetzt mit der Seilbahn hinauf und... Und dann zeigen wir Ihnen ein paar schöne Abfahrten. Ah, das ist sehr nett von Ihnen, Toni. Aber Sie haben doch sicher Wichtigeres zu tun. Herr Schock? Meine neue Freundin aus Berlin. Herr Schock, ich habe hier ein ganz tolles Band. Ihre letzte EP ist drauf. Und in den nächsten Tagen irgendwann mal spiele ich es Ihnen vor, ja? Ich kenne es ja schon. Ich habe es ja schließlich besungen. Ach, cool. Ja, also, dann wollen wir. Also, Herr Schock, ich wünsche Ihnen dann viel Spaß beim Skilaufen. Okay, danke. Und seien Sie ja vorsichtig. Aber keine Sorge, ich passe schon auf. Also, meine Herren, wollen wir? Ja, gern. Ski heil, Herr Kammersänger. Ski heil. Ich freue mich sehr. Schöne Abfahrt. Ja. Also, zuerst geht's nach links und dann nach rechts. Ja. Und dann kommt der große Sprung in die Maustür rein. Was für eine Mause? Mausefalle. Ja. Mausefalle, aha. Nicht, aber da müssen früh genug Wegspringer abspringen, damit sie den Stadler wie hupfen in die Stadt runterspringen. Ja. Und beim Steilhang schön rechts halten. Und dann am Hausberghang, da ist es halt ein bisschen eisig. Wir müssen nicht aufpassen, aber bei der Ausrüstung ist das kein Problem für Sie. Nee, sicher nicht. Also, vielen Dank für die netten Erklärungen. Jetzt weiß ich ganz sicher Bescheid. Es kann nichts mehr passieren. Auch Ihnen herzlichen Dank. Ja, grüß Gott, ja. Und falls Ihnen irgendwas nicht passt, die Seilbahn, die ist immer da, gell? Sowieso. Ja, gleich sehen wir fort. Ich war noch nie so gespannt. Bei der Ausrüstung, da müsst ihr ja fahren können, ne? Natürlich. Na, jetzt schau dir das an. Ach, sowas. Ach, du Schande. Der Meister nach seinem großen Sieg. Dankeschön, Herr Kammersänger. Ob der so gut Ski fährt, wie er singt?
kaum. Im Film wird doch alles gedoubelt. Geh, da holen wir unser Autogramm. Für die Kinder. Ja. Grüß Gott, Herr Schock. Grüß Gott, meine Damen. Grüß Gott, grüß Gott. Dürften wir Sie um ein Autogramm bitten? Du schau, der Damenflor, die Verehrerinnen, ha? Ja, aber für meine unsere Damen, Kinder. Hier oben auf dem Berg. Vielleicht kommen Sie gleich ins Restaurant, dann gebe ich Ihnen gerne ein Autogramm. Bitte. Ja, der wird dir doch eine Autogrammstunde geben. Wiedersehen. Dankeschön, wiedersehen. Das sowas, der schnallt ja ab. Tatsächlich. Und jetzt geht er, der geht zur Schwalbahn hinüber, du, der geht zur Schwalbahn. Mit seiner ganzen Ausrüstung. Ach, so ein Held, was? Wo steht geschrieben, dass ein Sänger Skifahren können muss? Nirgends. Es genügt, wenn er singen können kann. Und singen kann er. Da sind sie ja schon wieder. Na, Luis, ja, du weißt, was das Chef gesagt hat. Ja, ich weiß, aber... Herrlich. Also, Fräulein Doris, Sie wissen, ich liebe diese Stimme über alles. Trotzdem, Zimmerlautstärke. Wir haben Sopran hier als Gast. Was glauben Sie? Wenn die das hohe C hört, fährt sofort weg. Du, Alois, ja? Wie weit steht denn die Sache jetzt? Kein Mensch hat ihn bis jetzt Skifahren gesehen. Ich meine, so richtig gehend am Hang. Also in der Früh fährt er mit der Seilbahn hinauf und flutsch, ist er schon verschwunden. Ne? Oh. Wunderbar. Was soll ich da sagen? Trotz seiner Skiausrüstung. Schaut aus wie ein Skikönig, ist ein Star, Kammerschauspieler. Ich wette drauf, der kann überhaupt gar nicht Ski laufen. So. Und. Ja. Hallo Steffi. Ja. Sie werden sehen, heute kommt der Tag der Wahrheit. Der Herr Kammersänger ist am Berg oben. Der Toni aber auch. Also, ich meine, gegen Herrn Kammersänger sein hohes C. So, nichts zu sagen, aber Skifahren, ich weiß es nicht. Ich glaube, der Toni wird den Herrn Kammersänger heute überführen. Nichts, Sie werden sehen. Was sind denn die Aschnapfer? Aschnapfer. Und ein Teil, die muss hergerichtet werden. Da habe ich gestern zwei Fahrer gesehen, die hat es rausgehaut. Hannes, hey, ja? Jetzt haben wir ihn. Ich bin gerade mit der letzten Gondel gekommen. Und er? Er ist umgeblieben. Du, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Dann ist er entweder... Hinten ist der Allerli runtergefahren, ganz gemütlich, gell? Ja. Oder, du, der ist zu Fuß runtergegangen. Da kommt er nie. Was? Sie sind schon da? Ja, zum Teufel, wie haben Sie das gemacht? Ich bin mal eben die Streif heruntergefahren. Aha. Unmöglich. Sie, die Streif? Das ist unsere schwerste Abfahrt. Sie glauben mir nicht? Um ehrlich zu sein, nein. Jetzt weiß ich's. Mit der Gondel. Aber Toni, Sie sind mit der letzten Gondel. Ja, mit der letzten. Aber da gibt's noch eine allerletzte. Eine allerletzte? Ja, die, mit der jeden Tag die Getränke und die Lebensmittel fürs Berggasthaus transportiert werden. Mit der sind Sie runtergefahren. Gut kombiniert, aber dennoch falsch. Nun, meine Herren, was darf's denn sein? Immer was der hohe Chef trinkt. Was? So eine billigen Rot. Du, der ist gut. Der weiß, was gut ist. Ja, ja, schon das Gleiche. Sie sind mir sehr sympathisch. Nicht nur wegen Ihrer schönen Stimme. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Aber Herr Kogler, mal Freibecker raus, Sie haben doch was auf dem Herzen. Ja, schauen Sie. Es ist ja ganz wurscht, ob einer gut Skifahren kann oder nicht. Ne? Aber was uns wurmt, ist, dass Sie uns zwar an der Nase herumführen wollen. Das lassen Sie ja aber nicht gern, gell? Na? Meine Herren, wenn Sie noch so enttäuscht sind, ich kann wirklich Skifahren. Ich mag nur nicht auf der Piste in der Menge fahren. Ich laufe am liebsten im Tiefschnee alleine. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Sie die Streif gefahren sind. Und ich glaube schon gar nicht, dass Sie Tiefschnee fahren können. Aber ich kann's wirklich. Aber was, meine Herren, ich mache euch einen Vorschlag. Ihr fahrt beide auf mit der Seilbahn und dann fahrt miteinander eine schöne Abfahrt, die du aussuchst, so schön, was parallel, aber dann wissen wir's, meine Herren, was? Tun Sie bloß nicht, das ist ja viel zu gefährlich. Sei Startmadel, komm. Nee, er soll überhaupt nicht fahren. Okay. Meine Herren, Sie sehen, dieses Mädchen gibt an, mich zu verehren. Das tue ich auch. Und gönnt mir nicht die kleinste Freude. Aber das tue ich doch. Na, meinetwegen, ich hab's aber bloß gut gemeint. Und was ist, wenn sich nur die Haxen brechen oder sowas?
Also fahren wir jetzt? Wir fahren. Also wenn Sie in dem windverblasenen Pulverschnee runterkommen, ohne zu stürzen, dann sing ich das hohe C. Und ich frisst am besten, mein Lieber. Toni, ich nehme Sie beim Wort. Also dann, auf Ihre große Abfahrt. Auf Ihr hohes C. Also Prost, mein Lieber. Prost. Bitte, Herr Kammersänger, nach Ihnen. Nein, nein, Sie kennen sich hier viel besser aus. Bei uns haben Gäste Vortritt. Bitte, Herr Kammersänger. Also schön. Jawohl, der Kuh hier vorne. Ausgezeichnet. Danke, danke, danke. Gratuliere ebenfalls, meine Hochachtung. Sie haben die Wette haushoch gewonnen. Und wir zwar haben uns sauber blamiert, gell? Und du, Toni, singst jetzt das hohe C. Hättest du doch nicht daran erinnern müssen. Du, das hätte ich bestimmt nicht vergessen. Wir zwei, wir sind doch jetzt Freunde. Natürlich, Toni. Und einem Freund hilft man doch, wenn er in Not ist. Jederzeit. Also ich bin jetzt in Not. Kannst du mir nicht das hohe C leihen? Du aber bitte bedien dich. Ich bin nämlich auf Urlaub.